Westlicher Angelplatz, wo führt uns diese Säule hin? Wir schauen es uns gemeinsam an. Willkommen zurück zu Sonic Frontiers. Wir haben 6 der 7 Chaos Emeralds auf Kronos Island. Gibt es den 7. vielleicht am Angelplatz? Und wer im Sonic-Universum käme auf die Idee, einfach mittendrin zu angeln? Oh, hey Sonic, bist du auch zum Angeln hier? Big, was machst du denn hier? Wie bist du hergekommen? Was ist das hier überhaupt? Weiß nicht. Hab nach einer Angelstelle gesucht und dann war ich hier. Also angle ich jetzt. Na klar tust du das. Willst du's versuchen? Ich leih dir eine Angel. Kann nicht schaden, mal eine Sekunde auszuspannen. Weißt du, wie man angelt? Ich kann's dir zeigen, wenn du willst. Hey, einer hat angebissen. Sonic, du kannst ihn einholen. Siehst du das rote Kräuseln? Wenn das weiße Kräuseln mit dem roten überlappt, hebt die Angel schnell hoch. Ein Medaka an der Angel, eine Marke erhalten. Wow, klasse. Du hast ihn gefangen. Toller Fang, Sonic. Ich gebe dir eine Marke für jeden Fisch, den du fängst. Wenn du viele Marken gesammelt hast, gebe ich dir dafür Schätze, die ich gefunden habe. Sag einfach, was du willst. Froggy mag diese lilafarbenen Münzen. Bring mir eine, dann leih ich dir meine Angel wieder aus. Schatzmarken und Goldkarten. Fange Fische, um von Big Schatzmarken zu bekommen. Wenn du ein paar gesammelt hast, gehe zu Marken eintauschen und tausche sie gegen Dinge, die Sonic bei seinen Abenteuern helfen. Eine Goldkarte kann gegen einen der Gegenstände auf der Liste getauscht werden. Denk gut darüber nach, was nützlich sein wird. Willst du's versuchen? Ich leih dir eine Angel. Dieses Flackern auf dem Gewässer ist intended, weil die Welt ist ja so buggy und so. Aber sieht halt krass wie ein Spielfehler aus, wie ein Grafikfehler. Vielleicht hat das Spiel ursprünglich Grafikfehler ohne Ende gehabt und die Entwickler dachten sich, ja komm, dann machen wir es zur Thematik. Nein, war Spaß. Geh angeln, kostet wirklich. Haken eintauschen, wir angeln nochmal. Guck mal, hier sehen sie doch. Wie schön, Leute. Big ist wieder in. Oh, ich hab den Moment noch nicht abgepasst. Big the Cat debütierte in Sonic Adventure. Und da gab es die Angel-Minigames. Oha! Hervorragend! Du hast einen Speerfisch an der Angel. 6 Marken erhalten. Und es gab ja tatsächlich auch mal den Moment, wo jemand bei Sega gesagt hat, Big the Cat wird nie wieder in einem Sonic-Spiel auftauchen, weil man der Ansicht war, das wäre zu uncool oder weiß ich nicht. Oh mein Gott, ich habe eine Schatztruhe. Du hast eine Goldkarte am Haken. Ja, stark, ne? Aber inzwischen ist er so beliebt wie eh und je. Beliebter als nie zuvor, möchte ich sagen. Ich erinnere an mein Let's Play Big's Big World. Entschuldigung, ne? Nur einmal drücken und dann wartest du. Weil das halt eingeblendet wird, von wegen drück nochmal X, denke ich jedes Mal so, ich soll nochmal drücken, aber der Kreis kommt erst so spät. Warten und jetzt. Ui. Super, du hast einen Karpfen gefangen. Ja, du, könnte selbe Synchronsprecher sein. Big the Cat, Carpador, ne, ist alles nicht viel. Nicht weit von her. Jetzt die Frage, gibt's in jeder Welt irgendwie einen Angelteich, oder? Und dass Big hier einfach da ist, ist ja auch verwundert. Froggy! Ein Baumsteigerfrosch. Schade, dass man Froggy nicht sieht. Ja, also Big the Cat ist hier wieder dabei. In der Netflix-Serie Sonic Prime ist er auch im Trailer zu sehen gewesen. Aber vermutlich ist es nur ein kleines
Ein Cameo-Auftritt, möchte ich sagen. Du hast Schriftrolle des ältesten Coco erhalten und 8 Marken. Was steht denn auf der Schriftrolle drauf? Schnellreise per Schriftrolle. Schriftrollen findest du beim Angeln. Diese Rollen schalten die Schnellreise zum ältesten Coco und Einsiedler-Coco frei, aber nur für die Insel, auf der sie gefunden wurden. Es gibt also Angeln doch auch auf den anderen Inseln. Das finde ich super. Muss man eingestehen, das Angelsystem hier ist tatsächlich gar nicht so ausgeprägt. Eigentlich, man wirft nur rein und drückt. Das ist ja fast wie bei, weiß ich nicht, Pokémon oder Animal Crossing. Das war in Sonic Adventure ein bisschen komplexer. Was nicht unbedingt besser sein muss. Es war einfach unnötig und nervig, bis die entsprechenden Fische mal angebissen haben. Ein fliegender Fisch, was da so alles drin ist hier in dem kleinen Teich. Das ist ja Wahnsinn. Komm, wir gehen mal ganz nach rechts. Ich weiß nicht, ob das irgendwie relevant wird am Ende des Tages. Kann man denn auch leer fischen quasi, oder? Oder respawnen die alle? Der Kaulquappel. Quappel. Aber Big sieht auch gut aus, ne? Ich freue mich einfach. Und er war ja auch in Team Sonic Racing. Ein nicht zu verachtender Fahrer. Wieder eine Schatztruhe, was? Wunderbar. Goldkarten. Wir gucken gleich, gegen was man das eintauschen kann. Hier bei Big. Oh, da gehen wir mal schnell. Mhm. Flusskrebs. 23 Marken. Ich find's wild. Wenn Angeln so schnell gehen würde im Real Life, ne? Du musst ja Geduld haben. Stundenlang sitzen, bis was anbeißt. Was? Verfolgen, du hast einen Chopper an der Angel. Ja. Den gibt's genauso lang wie dich, Sonic. Ne, obwohl nicht. Sonic gibt's ein bisschen länger. Seit dem Spiel Red Mobile. Die Chopper. Ein Badnik aus dem ersten Sonic Game, ne? Ihr kennt ihn. Schwarzbarsch. Ja, Leute, glaubt ihr, Bigs Wampe kommt von ungefähr? Die ist hart antrainiert. Willst du es versuchen? Ich leih dir eine Angel. Fischopedia. Dieser Medaka. Dieser kleine, schmale Fisch ist in vielen Heimaquarien zu finden. Es gibt sehr viele Unterarten, darunter auch Formen mit transparenten Körpern oder mehrfarbiger Haut. Gehen wir so in die Guppi-Richtung, oder? Flusskrebs. Ich muss auf die Big reden. Dieses Tier mit kräftigen Scheren lebt vor allem im langsam fließenden Süßwasser. Als Allesfresser kannst du es mit jeder Art von Essen fangen, das du gerade zur Hand hast. Klingt ein bisschen wie Louis, der Hunger hat. Speerfisch. Ein Fisch mit einem speerartigen Oberkiefer, der unter allen Fischen am schnellsten schwimmen können soll. Am schnellsten schwimmen können soll. Ich glaube, das ist grammatikalisch richtig, aber es klingt so falsch. Er ist gewissermaßen der Sonic der Meere. Chopper. Eine mechanische Kreatur, die einem Fisch ähnelt. Sie ist nicht essbar. Versuch's also gar nicht erst. Ein sehr giftiger Froscher, stimmt. Eine Schatztruhe, die im Teich gelandet ist. Darin muss eine Goldkarte sein, nach der Big gesucht hat. Eine Schriftrolle des ältesten Coco. Bringe die Schriftrolle zur Insel zurück und die Schnellreise zum ältesten Coco wird freigeschaltet. Stahl. Sprachprotokolle. Was? Was ist das? Willst du es versuchen? Ich leih dir eine. Zahnrad kann ich nicht kaufen. Ich habe nur 2 Marken. Eggmans Notiz. Samen, Coco, 100 Ringe, Fähigkeit. Ja, das ist ja Unsinn. Das könnte ich ja jederzeit bekommen. Das ist ja Unsinn. Aber was ist denn Eggmans Notiz? Ich hab 2 davon gekauft, oder was? Ach, jetzt kann ich auch das noch zum Bezahlen benutzen.
Was heißt Eggman's und über den? Aha! Etwas hindert mich daran, den Cyberspace zu verlassen. Hat meine KI etwa unbefugt auf die Datenbanken zugegriffen? Das wäre nämlich genau das Gegenteil von dem, was sie tun sollte. Aha. Willst du es versuchen? Ich leide. Etwas. Wo kommt denn die Gun Militär? Etwas hindert mich daran, den Cyberspace zu verlassen. Hat meine KI etwa unbefugt auf die Datenbanken zugegriffen? Das wäre nämlich genau das Gegenteil von dem, was sie tun sollte. Warum hat er am Anfang nicht geredet? Das darf er dann gerne übernehmen. Wo kommen denn die Gun-Militärfahrzeuge her? Sage hat mich vor dem Schlimmsten beschützt und das scheint unbemannt. Ein Verteidigungsmechanismus? Ich muss mehr rausfinden. Wie gesagt, bisher ist der deutsche Eggman-Sprecher in dem Spiel gut. Willst du es versuchen? Danke, Big! Ich leih dir eine Angel. Danke, Big. Würde es denn das Sinnvollste sein, immer Eggmans Notizen zu kaufen? Die anderen Sachen kann ich halt so erhalten in der Welt. Oder findet ihr nicht auch? Werden wir ab und zu tun. Schnellreise zum ältesten Coco freigeschaltet. Stark. Beim Angeln findet Sonic manchmal Schriftrollen. Es gibt Schriftrollen für den ältesten Coco und den Einsiedler Coco. Und was ist denn heute los? Und wenn du welche findest, kannst du per Schnellreise zum jeweiligen Coco gelangen. Nutze die Schnellreise, das Symbol oben rechts. Ah. Die beiden. Aber da war auch noch einer. Ist der nicht gemeint? Wie sieht das denn aus? Man ist einfach da. Naja, kann man machen. Ich möchte schneller werden, vor allen Dingen. Tempostufe erhöht. Na, hat nur einmal gereicht. Und jetzt gehe ich nochmal zu dir. Hallo, Sonic. Das heißt, ich habe hier schon so viel eingetauscht für Stärke. Oh, das ging automatisch, ne? Da müssen wir noch so ein bisschen die Selbstverständlichkeit rausfinden. Wie das dort ist. Generell die Idee von Schnellreisen ist nicht verkehrt hier in dem Laden, aber ja, man steckt halt nicht drin. Die Ecke kam mir doch gleich so verdächtig vor. Nicht runterfallen. So. Amy, da hinten bist du. Da muss ich mal die Augen offen halten nach dem letzten Cyberspace-Level, I guess. Dann versuchen wir auch irgendwann nochmal den Boss da oben. Könnten wir heute mal machen. Geh nicht so weit voraus! Vielleicht sollten wir den Rest jetzt ihm überlassen. Wir müssen weiter dranbleiben. Tails ist immer noch verschwunden. Und wir machen Umwege und schlagen uns mit Kindern rum. Sollen wir etwa jemanden, der Hilfe braucht, einfach im Stich lassen? Nein, aber ich mache mir Sorgen um dich. In dieser Halbdimension bist du keine Hilfe. Na gut. Dann beeil dich und rette mich, damit wir Tails finden können. Klingt alles sehr einfach. Beeil dich mal, mich zu retten. Verdammt, was brauchst du denn schon wieder so lange? Na, das haben wir schon gelöst. Schaut das vielleicht noch irgendwas voll? Es gibt
gibt's denn hier? Die nächste Amy. Die findet jetzt ihre große Liebe. Oder das Coco. Sie haben sich gefunden, kurz vor dem Ende. Jetzt sind sie zusammen. Nimm dir kurz Zeit. Ich gehe schon mal weiter. Die rafft das nicht, ne? Ist doch logisch, dass die, das wurde ja schon bei der Mutter mit ihren Kindern gezeigt. Die sterben nicht, die verlassen die Körper. Und das wurde doch jetzt eindeutig gezeigt. Die waren in einer anderen Dimension, einer intensiveren, weiß ich nicht, Ebene. Und da war Amy auch nicht am Kriseln, am Buggen. Ja. Und die Kreaturen, das finde ich jetzt noch viel interessanter. Ich muss es aussprechen für die Leute, die vielleicht jetzt nicht jedes Sonic-Spiel kennen. Die sahen absolut so aus wie Chaos in Sonic Adventure. Ja, die Wasserkreatur. Vielleicht ein bisschen länger, größer. Guck mal, jetzt fehlen noch ein paar Herzen. Jetzt wir speeden noch mal so ein bisschen rum und finden noch Sachen heraus. Ja, aber im Ernst? Das ist ja super interessant. Wird das Spiel so ein bisschen die Origins von Chaos erklären? Das wäre ja fantastisch. Tolles, riesiges Spiegelnetz-Ding. Ja, da warst du schon. Da warst du schon. Ah, da hinten auf der Felswand. Scheint das letzte Cyberspace-Level zu sein, oder was? Ich gucke noch, in welche Ecke wir noch nicht waren. Ja, Ian Flynn, Alter. Dachte mir schon, ne? Hochgelobt für die Story und bisher ist sie noch ein bisschen mau. Was ja auch mal angesprochen wurde. Sonic meinte, das wäre alles für die Chaos Emeralds gebaut. Sind wir hier wirklich den Origins den Origins der Chaos Emeralds und von Chaos. Ist clever, das sagt ja schon der Name. Auf der Spur. Weil die Echidna, und das hat der Sonic auch angemerkt in einem anderen Part, die Echidna haben zwar die Macht der Chaos Emeralds genutzt, für sich beansprucht, mehr oder weniger, aber sind wohl nicht die ursprünglichen gewesen, die das, weiß ich nicht, erschaffen haben oder so. Das waren dann wohl diese Chaos-Kreaturen. Und dann bekommen die auch einen Namen. Das wäre ja fantastisch. Das ist ja sowieso etwas, was wir schon längst hinnehmen als Fakt, ne? Gut, es ist halt Chaos, das ist halt ein Wassermonster. So. Gibt's hier tatsächlich einen Zusammenhang zu den antiken Ruinen in Sonic Adventure? Das war jetzt nur ein Herz, ne? Ich trotzdem vergewissern. Guck mal, hier war ich nicht.
Also könnte die Story doch noch richtig interessant werden. Wie so kleine Küken von Enten, die da unten im Boden versinken und nicht mehr hoch können. Die Coco eben. Das kann ja noch richtig interessant werden. Jetzt bin ich excited, Leute. Aber sind die Chaos-Kreaturen dann auch einfach ausgestorben? Oder wie muss man sich das vorstellen? Wahrscheinlich. Jetzt mal die Schnellreise, ich komme dann mal wieder hoch. Tja, die Frage ist, wie wollen wir denn diesen Boss mal versuchen zu bezwingen? Den Squid. Gibt mehrere, ne? Jetzt merke ich das erst. Es gibt mehrere davon. Wird hier vorbeikommen. Dann probiere ich es nochmal nach vorne zu laufen. Ich habe jetzt angeblich mehr Tempo. So, merken tue ich davon noch nicht so ganz viel. Alles klar, ich habe jetzt genug, um mit ihr zu reden. Und das auch noch hier. Nee, er kommt jetzt vorbei. Stör mich nicht bei meinem Plan. Die Frage ist, was soll ich hier tun? Lang genug ausweichen oder steckt doch mehr dahinter? Wie bezwingt man ihn? Können wir quasi nicht hinterher. Oder das Auffüllen des Turbos nur bezweckt, dass wir länger unsere Turboleiste haben. Jetzt leer wäre. Komm näher ran. Diesmal sind wir schnell genug, Leute. Einmal noch ausruhen. Ja, je näher ran, desto schwieriger ist natürlich auch zu dodgen. Hier ist nur so ein bisschen. Gibt nicht so ganz auf, aber was mache ich dann? Homing Attack? Ja, das hätte super geklappt. Krieg dich. Und dann geht der Kampf auf seiner eigenen Plattform weiter. Erahne gegnerische Angriffe. Kurz vor dem Angriff eines Gegners erscheint ein visueller Effekt zwischen ihm und Sonic. Alter, ich hab keine Ringe mehr, ne? Ich werd so sterben. Er haut ab! Er haut ab! Was ein Schisser. Bei der Hälfte seiner Energie. Oh, aber wenn ich das nächste Mal drauf bin, killt er mich. Jede Wette. Achtung, ich komme. Aber so merkwürdig, ich muss R2 gedrückt halten zum Rennen. Ja gut, ne? Und dann mit R1 und L2. Squid Game, die neue Staffel. Alter, wann auch immer die kommt, ich freue mich auch schon drauf. War eine unterhaltsame Serie, Squid Game. Er will auch nicht direkt, ne? Selbst wenn ich vorne bei ihm auf dem Kopf lande, mehr oder weniger.
möchte ja trotzdem erstmal eine Runde rennen. Ich meine, sehr imposant designter Miniboss, aber nervig des Todes. Wenn die Belohnung nicht fürstlich wird, dann kannst du was erleben. Komm dir nach Hause, Sega. Weißt, wo dein Auto wohnt. Und Abfahrt! Ich habe zwar R2 gedrückt, aber ich war wohl noch im Angriffsmodus. Was soll das denn jetzt? Der sich direkt wieder verzieht. Ring frei für Runde 2. Ja, ist auch ein bisschen nervtötend lang. Ich meine, wir sind erst Stufe 5 von 99. Hier unten links zu sehen, aber dann komm. So, auf ihn. Rechtsklick. Jo, ich bin ausgewichen. Und wieder. Übung macht's, Leute. Richtigen Moment. Komm, kriegen wir den noch down? Das darf nicht wahr sein. Ein Fitzelchen Energie hat er noch. Ich bin ihm aber fast auf der Spur. Da wird jetzt nicht nochmal Speed geben, oder? Komm, komm schon. Hast du Angst, Potter? Wow! Nimm das! Aus mit den Squids! Splatoon kann baden gehen! Natürlich gibt's ein Zahnrad! Und das war's. Dafür macht man so ein Geschiss. Ich sag's euch, Leute, ist ja unglaublich. Wir gucken mal im Skilltree, ob was wir noch machen können, weil ich habe das Gefühl, da geht noch was. Ich wollte ja in die Richtung und da brauche ich 10 Punkte für den wilden Sturm. Ein rasanter Zickzack-Angriff. Gut, das trainieren wir. Wilder Sturm, R1 und dann so. Achso, man dodgt quasi. Und im Dodgen drückt man Viereck für diesen Angriff. Soweit, so gut. Das kostet 20 Punkte und das kostet 30. Wir sparen weiter. Gut, reden wir mit Amy. Mit Zeit. Das wollte ich halt noch ausprobieren. So. Hier im Mohnblumenfeld. Sind es überhaupt Mohnblumen? Sieht ein bisschen so aus. Bin Amateur. Bin kein Botaniker. Das ist Allgemeinwissen. Hey, denkst du immer noch an die Coco? Ja, und an mehr. Ich weiß zwar nicht, was passiert ist, aber ich habe eine Liebe gesehen, die die Zeit überdauerte. Ich glaube an diese Kraft. Wenn das hier vorbei ist, will ich diese Liebe mit der Welt teilen. Selbst wenn uns das trennen würde. Du wirst das wunderbar machen. Und erzähl mir alles, wenn du zurück bist.
Och, Amy, langsam ein bisschen zu weit. Hä? Jetzt geht das auf? Warum? Wegen Amys Kraft der Liebe. Was ist, Amy? Schau, war die Region vorhin nicht gesperrt? Ich glaube, du kannst jetzt interagieren. Ich glaube, manche davon kannst du drehen. Vielleicht ist es wie bei den anderen Rätseln und sie zeigen mir den Weg zum Titanen. Ein Versuch ist es wert. Mal sehen, welche Richtung stimmt. Sieht aus wie ein Muster auf dem Boden. Bis ins Grab. Unter den Grabsteinen scheint es Schwarze zu geben, die sich drehen lassen. Drehe diese Steine in die richtige Richtung. Das Muster auf dem Boden gibt dir einen Hinweis. Ah, ein Hinweis. Hinweis nennt ihr das also. Wo bin ich denn? Ah, ich bin in der Mitte. Drehen sich alle? Aha. Okay, ich probiere mal ein bisschen herum, ja. Der muss ich jetzt weiter drehen. Ach, dann empfängt er den nicht, oder was? Aber kannst du nicht trotzdem nach unten? Nee. Der muss auf den. Dann lass den auch da, aber... Richtiges Zelda-Rätsel. Layton. Professor Layton eher. Gut, aber ich muss auf die Muster achten, glaube ich. Vielleicht war das doch nicht der richtige Weg, wenn es imposant aussah. Ja, aber die verstellen sich ja alle auch jedes Mal. Komm, bis hierhin ist es ja nicht verkehrt, habe ich das Gefühl. Unten. Nicht das Gefühl, dass ich alle gleichzeitig machen kann. Doch. Das ist das Muster, was die wollen. Batman. Kurzer Kampf, wenn ich den letzten Chaos Emerald nicht finde. Ich habe überall gesucht. Ich weiß nicht weiter. Ist er da? Vielleicht finde ich ihn unterwegs. Tja. Okay, wir kriegen ihn noch nicht, aber ich habe mich gefragt, da hinten war doch noch ein Cyberspace Level. Aber da kommen wir wohl noch nicht hin? Sekunde. Ich weiß zumindest nicht wie. Das ist ein Rätsel. Ah, nettes Schläfchen. Oh, du bist zurück. Benötigst du wieder meine Weisheit? Lass mich die Macht deiner gesammelten Samen freisetzen. Das empfiehlt sich auch. Abwehr von 3 auf 17 und Stärke von 6 auf 17. Kann ich noch für dich tun? Noch irgendwas? Ich helfe gern. Okay, ich kann die ändern. Das ist gut, das hätte ich vielleicht vor diesem elenden Bosskampf gerade machen können, aber egal.
Hab's ja geschafft. Aber ich weiß noch nicht, wie ich da rüberkomme. Vielleicht wird sich das noch weisen. Ist wie ein Teleporter da auf der anderen Seite. Aber es scheint nichts in der Luft zu geben, das dahin führt. Dann müssen wir wohl den nächsten Part ausnahmsweise mal wieder starten, ohne ein großes Highlight, ohne ein Cyberspace. Vielleicht kommt man da schon jetzt hin. Vielleicht aber auch nicht. Ich werde im nächsten Part versuchen, den Wasserfall zu erklimmen und Amy sagt, es ist das große Finale und das Spiel geht zu Ende. Ha, mal sehen. Wir gehen den Wasserfall noch hoch. Was auch immer da oben ist. Es wird uns weiterhelfen. Ist ja praktisch, Sonic, oder? Wie für dich gemacht. Die Bumper hier zu positionieren. Die hast du vorher auch noch gar nicht gesehen. Triumphale Cutscene. Und ich sag's euch direkt. Weiter geht's im nächsten Part. Freut euch auf den Schnitt. Und ich bedanke mich für jeden Daumen nach oben aufs Video. Leute, bis dann und ciao.